Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video möchte ich dir einmal mitteilen, wie gestört, geisteskrank, Weltklasse, unmenschlich gut das Finale zwischen Djokovic und Alcaraz war. Let's go! Also, du hast es bestimmt mitbekommen, das Finale in Cincinnati über 4 Stunden, Djokovic-Alcaraz, 5-7, 7-6, 7-6 für Djokovic. Und das Level war von einem anderen Stern. Es war einfach ein anderes Universum. Das muss man einfach sagen. Ich könnte jetzt hier stundenlang drüber sprechen, wie die Ballwechsel waren und mit was für einer Intensität die gespielt haben, dass sie sich nichts geschenkt haben, so gut wie keine Fehler und so weiter und so fort. Aber du musst dir nur das Highlight-Video ansehen und dann wirst du es selber merken. Worüber ich eigentlich sprechen möchte, das ist die Pressekonferenz danach von Djokovic und Alcaraz und auch die Siegerreden bzw. die Verliererrede von Alcaraz, weil ich das wirklich sehr, sehr rührend fand von beiden und ich tatsächlich da auch ein kleines Klößchen im Hals hatte, auch bei beiden, und ich das wirklich herzerwärmend fand, wie die miteinander umgegangen sind nach so einem epischen Spiel. Fangen wir mal an mit dem Alcaraz, der da gesagt hat, dass es für ihn quasi eine Riesenehre ist, mit Djokovic da zu spielen und vom Besten aller Zeiten zu lernen und mit dem den Platz teilen zu dürfen. Und das meint er auch so. Er erweckt bei mir den Eindruck, dass der ein wirklich gutes Herz hat. Ich glaube, das ist ein ganz feiner Kerl. Und ich hatte am Anfang immer so, ich bin immer skeptisch, wenn neue Leute reinkommen. Ich bin eher so bei den Alten und brauche mal ein bisschen, bis ich jemandem mein Vertrauen, meine Liebe und meine Zuneigung und meinen Enthusiasmus schenke. Aber Alcaraz ist jetzt auch mittlerweile, also ich habe den ins Herz geschlossen, ist ein feiner Kerl, ganz bodenständig. Und als er dann seinen Bruder erwähnte und dann so leichte, wässrige Augen hatte, da hatte ich dann auch so einen kleinen Kloß im Hals, weil ich das sehr, sehr bewegend fand. Und auch der Bruder selber, wenn man den gesehen hat, das ist auch ein feiner Kerl. Also man sieht einfach in den Augen, finde ich, von einem Menschen, ob der weich ist und gutherzig oder ja, wie der ist. Und ich fand, dass die beiden Brüder eine sehr, sehr enge Verbindung da gezeigt haben, und das fand ich sehr rührend und sehr schön, und das ist es, was mich am Tennis am meisten interessiert: die Persönlichkeit eines Spielers, sein Herz, seine Leidenschaft und sein Wesen. Deswegen finde ich auch einen Kyrgios oder wie der heißt so interessant, weil der ist anders als alle anderen, der ist auch echt, auch wenn der geisteskrank ist und unsportlich, bla bla bla, aber der ist echt. Ich finde Alcaraz echt, und viele der anderen Spieler, Next Gen oder wie man die alle nennen will, die sind für mich farblos, die sind für mich profillos und vollkommen uninteressant und sind eher für mich Instagram-Darsteller und Models und Influencer statt Tennisspieler, die für ein höheres Ziel Tennis spielen. Bei denen kommt es mir so vor, die spielen für Reichweite, Klicks, Fame, Ruhm. Und der Alcaraz zum Beispiel, der spielt für Legacy. Der spielt dafür, dass der alles andere zerstört. Der will auch eine Legende werden. Das ist in ihm. Und ich glaube, dass der Djokovic das auch spürt. Und das, dann kommen wir gleich zur Rede von Djokovic, das hat man auch in der Rede gemerkt, was für einen Respekt der von einem 20-Jährigen hat. Ich meine, der ist jetzt fast doppelt so alt wie der und könnte der Vater von dem sein, und gibt ihm so warme Worte. Ich fand auch, also mittlerweile habe ich auch Djokovic sehr, sehr ins Herz geschlossen. Früher konnte ich den überhaupt nicht ausstehen, aber jetzt ist er für mich... Er ist für mich der Allergrößte. Er ist für mich der Allergrößte, sowohl wie er spielt, als auch wie er sich gibt. Ich habe nur Liebe und Respekt für den Typen übrig. Grandios, absolut grandios. Für mich der GOAT, habe ich ja schon mal erklärt. Und diese Battles zwischen Djokovic und Alcaraz jetzt noch mitzuerleben, was Besseres kann dem Tennis nicht passieren. Wirklich, es gibt nichts Besseres zurzeit als Alcaraz gegen Djokovic.
das ist wirklich die ultimative Endlevel-Zerstörung auf dem Tennisplatz. Mental, physisch, emotional, mehr geht nicht. Und ich fand in der Rede vom Djokovic so geil, als hat er irgendwie erstmal Respekt gegeben an Alcaraz und dann hat er irgendwie gesagt, boah, man, you never give up. Das kam vom Herzen, weil ich glaube, das hat er auch gesagt, außer Rafa ist ihm einfach noch keiner über den Weg gelaufen, der so resilient ist, der sich so sehr weigert zu verlieren, der sich so sehr weigert, Bälle aufzugeben. Und Alcaraz ist, und der lacht dann auch, der freut sich einfach auch über Punkte. Das ist so, der spielt auch so unbeschwert. Das ist ein geiler Typ. Und da treffen wirklich zwei Giganten aufeinander. Ein 20-Jähriger und ein, wie alt ist er jetzt, 37-Jähriger oder 36, ich weiß es nicht, ich glaube 37. Das ist, hier wird wieder Geschichte geschrieben und wir dürfen Zeitzeugen sein. Und jetzt mal ganz im Ernst, ich durfte miterleben, die Ära Sampras Agassi, das war schon, da habe ich gedacht, danach kommt nichts mehr. Was soll da kommen? Dann kam Federer und ich habe den erstmal abgelehnt, weil ich dachte, was ist denn das für ein arroganter Schnösel, wie der auf dem Platz rumrennt, was der erzählt, dass er sich selber so geil findet. Und dann wurde Federer mein absoluter Liebling, dann kam Rafa dazu, die beiden und ich dachte, Alter, das gibt's doch gar nicht. Erst Sampras Agassi, jetzt Rafa und Roger, dann kam Djokovic dazu, dann wurde das ein Dreikampf. Djokovic als Bösewicht gegen die beiden Lieben. Und jetzt musste der eine zurücktreten, weil er einfach nicht mehr kann. Und jetzt kommt der Alcaraz rein und es ist unfassbar. Es ist unglaublich, also extrem geil. Ja. Ja, das war's schon. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du das Match erlebt hast, welche Achterbahnfahrt du da gefahren bist. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Markus von Mein Tennis Game. Ciao.